Dann sagt sie so, nee, es ist anscheinend psychologisch schon bestätigt auch, dass es irgendwann in der Zeit zwischen 13, 14, 15 Uhr, ich glaube es war 13 und 14 Uhr, dass es da bei Kindern noch so einen Push gibt, ja, was so die Leistung angeht. Und dass man da noch ein bisschen was aus den Kindern rausholen kann. Und das war einer ihrer Argumente, warum die Ganztagsschulen ganz gut sind. Dass es halt eben diesen Push gibt bei den Kindern zwischen der Nachmittagszeit, zwischen 13 und 14 Uhr. Und dass man halt daraus Profit ziehen will. Ja? Indem man da natürlich dann nochmal Unterricht anbietet. Hat die Bachelorarbeit von einem Kumpel, da denke ich mir nur so, Monka X. Meine Grundschullehrer sollten alle einen Mathe-Stürmer haben. Ich weiß nicht, ob das damals beim Diplom auch so war. Aber zumindest jetzt beim Bachelor ist es so. Ja, Reaver ist halt leider so. Was willst du machen? Ja. Ich meine, du findest das krass, aber... Oh, Baby! Oh, Baby! Here we go! There is it! Mr. Golden Fischerino Cripperino. Golden Cripperino Fischerino. 835 war's. Exactly. 385. So. Jetzt geht's um die Wurst. Resteier ausbrüten muss ich eigentlich nicht, oder? Ich muss die Resteier nicht ausbrüten, soweit ich weiß. Wie sieht's eigentlich mit den DVs aus? Easy, fella! Okay. Jetzt muss ich resetten. Es war Ei Nummer 15. Jetzt muss ich resetten. Ich glaube, die Resteier muss ich nicht brüten. Nee, ich habe keinen Bock auf die Resteier. Das heißt, wir resetten jetzt. No some pray, ja. Hoffen wir mal, dass das nicht in die Hose geht. Das heißt, wir resetten jetzt. Wir haben vor den 30 Eiern gespeichert. Wait, ich muss Ingame-Sound anmachen. Lautstärke-Mixer. So, Nostan Prey, Bless RNG. Jetzt nehmen wir 14 Eier an. Und wechseln. Ja, wir nehmen jetzt 14 Eier an. Okay. Also, wenn ich jetzt verkackt habe, kommst du in eine Fail-Compilation rein. Aber das ist in Ordnung. Ja? Ich hoffe, ich hab's nicht verkackt. Wenn's nicht klappt, schmeiße ich mich weg. Ja, ich mich auch. Dann werde ich nie wieder Swap breeden. So. Müssen wir mitzählen. 1, 2. Passt schon, wie du es gemacht hast. Okay. Und ich habe es richtig verstanden. Ich nehme jetzt 14 Eier an. Danach hole ich Gyarados raus, setz mal ein Koalilu rein und das, was da rauskommt, muss dann shiny sein. Also habe ich es richtig verstanden? Hast du nicht schon mal Swap Breeding gemacht? No, das ist das erste Mal in der Praxis, dass ich es gerade mache. Ja. Alright, dann gucken wir mal, ob das so richtig ist. Ich könnte auch einfach jetzt Koalilo reintun. Ja, würde auch klappen, aber ich habe keinen Bock drauf. Aber ich bin mir auch sicher, dass es eigentlich jetzt auch funktionieren sollte, wenn ich Koalilo direkt jetzt reinsetze. Aber wir setzen es... Der Spannungshalber erst vor 15 rein. Okay. Ansonsten nach 10 speichern, falls du es aus Versehen verkackt hast, dann bist du schneller mit. Ich muss auf jeden Fall mitzählen.
7. Der Set steht schon mit, ich vertraue euch nicht. Seit Dark Souls vertraue ich dem Chat nie wieder. Selbst schuld. Da seid ihr selbst schuld, ja? Also ich seit Dark Souls dem Chat nicht mehr vertraue. Tone, listen to Twitch Chat. Ja, du sagst es, Nico. Die Softbox macht ja einen sehr guten Job. Ich benutze die Softbox nicht. Das ist Energieverschwendung. Außerdem wird es dann im Zimmer viel zu warm. Das ist halt die Softbox. Natürlich ist es heller, natürlich sieht man hier mehr, aber hallo, das ist zusätzliche Wärme. Das will man nicht, ja, das will man nicht. Was in dem Dark Souls Stream passiert, darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Chat, hört auf mitzuzählen, ihr verwirrt mich. Einer sagt 9, der andere sagt 11, hört doch auf. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, eben, eben. Ich sag nur Stichwort Rigi Spring. Da unten bist du sicher. Ich glaube, Rigi ist ein Licht aufgegangen. Ha, ha, ha. 12, by the way. Spring, Rigi, spring. Chat, muss ich da runterspringen? Ja, 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 spring runter. Du bist gestorben. Chat? Trollface. Kappa. Lul. XD. Roffel. Mau. Hahaha. 12, by the way. TF. Was mag er auch, Regi? Feinste kubanische Zigarre, mein Freund. Wo ist mein Ei? Come on, man. Come on, bruh. Dude, wo ist denn jetzt Ei Nummer 14? Fuck mich doch nicht ab hier. Geht doch. Ich lach mich so weg, wenn da kein Shiny rauskommt. Ich würde auch lachen. Ich wäre aber nicht irgendwie sauer oder böse oder so. So, 14. So, jetzt hauen wir die raus. Tun dich rein. In Before Bad Egg. Das wär's. Kommt der Dark Souls Fail auf YouTube? Der ist schon auf YouTube. Pff, Leute, die keinen Dark Souls Stream geschaut haben. Plebs. Plebs. Nee, keine Ahnung, das war Session 4 oder so. Dark Souls 1. Sind 6 Stunden. Vielleicht nimmst du dir mal ein Wochenende Zeit und guckst danach, weil ich weiß nicht genau, wann das war. Warte mal, was hat das Ding für einen Ruf? Das höre ich ja jetzt gerade aktiv zum ersten Mal. So, und das nächste Ei, was wir bekommen, das muss jetzt unser Shiny Koalilo sein. So, das muss jetzt Shiny Koalilo sein. Wenn das jetzt kein Shiny Koalilo ist, dann habe ich was falsch gemacht. Aber es war Nummer 15. Es war 335, wir haben bei 320 angefangen. 15 Seite, das muss jetzt der Shiny sein. Dafür gehen wir sogar in den Zaun. Nostan Prey, Bless RNG, let's go. Es war sogar die dritte Session, okay. Regi Shiny, Bless RNG. Let's go, let's go, let's go.
Ich kann gar nicht hingucken. Wenn das kein Shiny ist, dann würde ich mich in Grund und Boden ärgern. Genau, das war auf jeden Fall der Onsen und Small Spin, richtig. Hallo! Schlüpf doch mal, du Scheißteil! Ich bin schon so sehr an diesen Carpador gewohnt, dass es, ja. Daumen drücken, Jungs. Ja, richtig, Daumen drücken. Wie sieht Shiny Coalelo eigentlich aus? Ja, siehst du da unten. Das Shiny Coalelo hat dann so ein blau-pinkes Bambus-Ding, an das sich das rumhängt. Oh, ich kann gar nicht hinschauen, wenn es kein Shiny ist, ey. Da werde ich in den grunden Boden ärgern. Und habe ich auch falsch gemacht. No! Das ist Shiny. Das ist das Shiny. 100 Pro. Das ist das Shiny. Yes! Swap Breeding. Check. Swap Breeding. Check. Swap Breeding. Check. Also dieses Nervenkribbeln, vor allen Dingen beim ersten Mal, sag ich mal, bevor man, also wenn man das noch nie gemacht hat, hier mit dem Swap Breeden. Dann ist der Nervenkitzel halt echt real, weil du hast das nie gemacht, du denkst dir so, oh, habe ich ja jetzt einen Fehler gemacht, ist das so in Ordnung, ist das so richtig? Und es ist tatsächlich so richtig und wir haben keinen Fehler gemacht, sehr gut. So, Test, das Shiny Carpador hatte 5x31 DVs und zwar hatte das alles außer Spezialangriff. Und laut der Theorie des Swap Breedings müsste das jetzt auch genau dieselben DVs haben. Richtig. Alles außer Spezialangriff ist voll. Sehr gut. Ich bin absolut zufrieden. Das ist unser wundervolles Coalelo in Shiny, das wir uns per Swap Breeding geholt haben, gegönnt haben. Richtig gut. Ich bin da richtig, richtig froh und stolz darüber. Und ich kann jetzt endlich sagen, Projekt Coalelo Swap Breeding abgeschlossen. Wir machen jetzt wieder anderen Stuff. Ja. Sehr gut. So. Wo ist jetzt meine Bling-Bling-Box?